Stefanie Popp hier. Heute habe ich ein kurzes, ermutigendes Wort von Gott für dich. Und zwar weiß ich nicht, ob du das erkennen kannst, aber hinter mir an der Wand, da hängt ein Bild. Und zwar habe ich das Anfang des Jahres, im Januar, Anfang Januar, habe ich einfach empfunden, dass Gott sagt, hier, ich möchte, dass du mit diesen drei Worten in dieses Jahr gehst. Lebe, liebe und lache. Und das hat so zu mir gesprochen und das möchte ich einfach an dieser Stelle an dich weitergeben. Weißt du, Gott will, dass du Leben hast und zwar Leben im Überfluss. Und Leben, das Gott schenkt, ist so anders wie das, was wir so unter dem Wort Leben kennen. Ja, ich habe Jesus einmal im Traum getroffen und was mich so dermaßen absolut überwältigt und fasziniert hat, war dieses Leben, das er verströmt hat. Ja, allein in seiner Nähe zu sein, hat mich wie vibrieren lassen von dieser Lebendigkeit, von diesem absoluten lebendigen Leben. Ich kann es nicht besser beschreiben, dass er ausgeströmt hat aus jeder Pore und mit jedem Wort seine ganze Ausstrahlung, die war einfach absolut überwältigend. Und das ist Leben, das Gott für dich geplant hat. Gott will, dass du Leben hast und dass du Leben empfindest, dass du dich lebendig fühlst. Gott will, dass du geliebt bist, dass Liebe in deinem Leben einer deiner Grundpfeiler sind. Dieses Gott, du liebst mich und deine Liebe umgibt mich. Und dass du zu einem Menschen wirst, der einfach liebt. Der einfach liebt, denn Gottes Wort sagt, dass an der Liebe wird die Welt Jesus oder Gott erkennen. Also Liebe ist einfach ein Versprechen von Gott für uns, aber auch eine Realität, wo ich gesagt habe, da will ich tiefer hineingehen. Ich möchte lieben und ich möchte lachen. Ja, ich möchte mehr Freude in meinem Leben. Und so hat Gott Anfang des Jahres gesagt, hier, lebe, lieben, leben, lieben und lachen, das steht über deinem Jahr. Und weißt du, was dann passiert ist? 2 Wochen später hat mein Mann eine schlimme Gehirnblutung gehabt und ist fast gestorben. Aber dieses Bild hing bereits hier an der Wand. Und auch das hat mich so durch die letzten Wochen und Monate getragen im Sinn von zu wissen, das ist das, was Gott über mein Leben ausspricht. Lebe, liebe und lache. Das ist das, was ich immer wieder für mich in Besitz genommen habe. Auch in den vergangenen Monaten einfach zu sagen, das ist mein Erbe. Das ist das, was auf mich wartet, auch in diesem Jahr. Auch wenn es im Moment alles andere ist als Leben, als Lieben, als Lachen. Ja, das krasse Gegenteil. Weil immer wieder zu sagen, das gehört mir. Das ist das, Gott, was du gesagt hast, was auch in diesem Jahr einfach in einem viel größeren Maß in mein Leben kommt und als Realität, in der ich tagtäglich lebe. Und das möchte ich dir einfach zusprechen. Weißt du, egal wo du durchgehst, egal wie dunkel es ist, egal was für Herausforderungen und Probleme und Schwierigkeiten du hast, egal in welchem Bereich deines Lebens, Gott hat dazu etwas zu sagen. Und zwar sagt er zu dir, lebe, liebe und lache. Und ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und es geht manchmal auch nicht ohne Kampf ab. Aber das ist das, was dir gehört. Und weißt du, ich merke einfach in mir, ist so eine Haltung geboren worden, dass ich nicht mehr bereit bin, mir das stehlen zu lassen. Ich darf leben, ich darf lieben und ich darf lachen. Und nichts hat das Recht, mir das zu rauben. Und wenn irgendetwas geschieht, was mir versucht, die Freude zu nehmen oder mein Lachen oder meine Liebe oder einfach dieses Leben, dann stehe ich auf und dann sage ich, das ist nicht recht und das möchte ich nicht. Dann kämpfe ich dafür, mir genau das wieder zurückzuholen. Und da möchte ich dich ermutigen, hineinzutreten. Ja, das ist Gottes Wahrheit für dich. Und ich wünsche dir ganz viel Segen. Auch an dieser Stelle wirklich Durchbruch. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst dabei. Amen. Und wenn dich dieses Video ermutigt und gesegnet hat, dann like es bitte und teile es und sorg dafür, dass du meinen Kanal, meine Seite abonniert hast. Und auf YouTube gibt es dann noch diese Glocke, wenn du die aktiviert hast, dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video poste. In diesem Sinne, ganz viel Segen dir und bis dann.